Hallo, ich hatte ja versprochen, dass ich zum Thema Porträtfotografie noch einiges erzählen werde. Heute möchte ich damit anfangen, dir zu erzählen, was die Porträtfotografie für dich bedeutet oder welchen Nutzen sie für dich hat. Du schaust dieses Video an, weil du wahrscheinlich einen Auftritt im Netz hast, sei es auf einer eigenen Webseite, sei es bei einem Facebook-Account. Auf jeden Fall bist du mit dem, was du verkaufen möchtest, sei es eine Dienstleistung oder ein Produkt, öffentlich sichtbar. Und das ist auch gut so. Und um die Kunden anzuziehen, die du haben möchtest, also die Kunden, für die du etwas tun kannst, die dein Produkt hundertprozentig brauchen, weil es für sie sinnvoll ist, musst du etwas tun. Lass mich dazu etwas erzählen. Vor ein paar Jahren gab es von der Firma Citroën ein Auto, den 2CV, die Ente, wie man liebevoll sagte. Dieses Auto war schon etwas Besonderes. Ich glaube, solche Autos gibt es heute nicht mehr. Es hatte vier Türen, es hatte ein aufrollbares Dach. Es war irgendwie knuffig. Doch es gab noch etwas Besonderes an diesem Auto. Und zwar, wenn sich die Fahrer dieser Autos mit ihren Autos auf der Straße begegneten, dann grüßten sie sich. Egal, ob sie sich kannten oder nicht, die Tatsache, dass sie beide ein 2CV fuhren, war der Grund, warum sie sich einen schönen Tag wünschten. Versuche mal, dieses Gefühl zu spüren, dieses Gefühl, dass du aufgrund der Tatsache, dass du ein bestimmtes Auto fährst, von einem Menschen, der auch so ein Auto fährt, dem du aber noch nie begegnet bist, gegrüßt wirst. Das ist ein sympathisches Gefühl. Das tut gut, oder? So ein Gefühl brauchst du auch, wenn deine potenziellen Kunden deine Homepage besuchen. Ich bin übrigens Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Und wie du dieses Gefühl erreichst, erzähle ich dir in den nächsten Videos. Wenn du immer auf dem Laufenden sein willst, dann hast du die Chance, dieses Video zu abonnieren. Es gibt einen Link, auf den du klicken kannst und dann wirst du immer darüber informiert, wenn ich das nächste Video eingestellt habe. Ich würde mich freuen, wenn du das tust. Also, bis demnächst.